Da muss ich noch mal Bayern durch. Bei den Jahren in Berlin genau gebaut worden. Thank you.
Modellwochenende kamen mit den ersten Modellen auf den Markt, die man dann auch auf so einer Fernsteuerung steuern konnte. Und ein deutliches Modell sehen wir hier mit der Partybeleuchtung über dem Mast. Dieses Modell entspricht einem solchen klassischen alten Baukasten der 60er Jahre. Hier liebevoll restauriert und mit weißen Holz auch gemacht, sodass es auch heute noch ein wunderschönes Gebäude in der Stadt hält. So wie man heute vertragen kann, das war aber in den 60er Jahren, bevor wir jetzt nicht haben. Vielleicht hat man auch schon ein bisschen Grundkontraktion mit unserem Becken. Sie sehen aber, was für eine Geschwindigkeit so ein Modell erreichen kann. Ich sag mal, bei den Dortmund 3 PS kennen. Und ja, dann. Ja, gehen wir mal weiter. In dem Modell kommt es zu dieser kleinen Yacht, die Sie da auf dem Wasser sehen. Ein typischer Anfängerbau den man für kleines Geld verstehen kann. Und die patentierte Bauweise von einem Bau, der wirklich ist, auf dem Meier als Modellbauer fahren, ein Yacht oder ein Zeichner und schön herstellen zu können. Und wir können auch mit so einem kleinen Boot. Ja, kommen wir dann zu den kleinen Boots, die eigentlich auch im Wasser. Kann man mal angehen, wie wir das alle selbst ausführen. Erwarten ist, weil immer der gleiche in Amerika zu haben, V8 Benzinmotor mit Benzinverbrauch jeweils der 40 Liter pro Stunde. Aber das macht ja nicht, Benzin war zu genügend da. Und so konnte dann jeder den Traum von einem doch sehr attraktiven Schiff erfüllen. Allerdings viele dieser Bausätze sind auf dem Bauplatz steigen und damit am Ende realisiert umgesetzt worden. Also es ist mehr als kompliziert war, so ein Schiff zu bauen. Ja, und dann kommen wir zu der SRS-Starten der Riva. Die Riva ist der Riva von den Arbeiten, die italienische Jahrhundert. Dieses Schiff war so kostet, dass man dieses Schiff in der Garage bauen konnte. Deswegen hat man für die Standardgarage in Amerika ein bisschen größer gemacht. Deutsche Standardgarage, die Standardgarage in Amerika liegt sich irgendwie bei 8 Meter Höhe und 8 Meter Breite. Und diese Garage sollte für eine gelben Bauarbeiten original. Der Maßstab ist ein Bild, ein Motor, die aber auch dem Original eine ungeheure Geschwindigkeit ermöglichen. Bei Riva üblich dieser klassische Knickspannbau, der dem Modell eine wunderschöne, elegante Form gibt, aber gleichzeitig ist auch ermöglicht, große und hohe Fahrstufen noch bei sehr sicherer Fahrweise zu ermöglichen, da der Rumpf im gleitenden Zustand immer noch einen sehr großen Teil des Rumpfes in Kontakt mit der Wasseroberfläche hat. Problem bei den ganzen Edelholzschiffen ist die Tatsache, dass Edelholz, sogar Holz generell und Wasser sich eigentlich nicht so gut vertragen. Holz neigt dazu, aufzuquellen, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt. Und die größte Herausforderung ist es, dort eben das Schiff vom Wasser fernzuhalten. Daher sind die Anschaffungskosten von über 1 Million für ein Original das kleinste Problem. Jährlich kommen dort noch mehrere zigtausend Euro dazu, nur alleine für die Erhaltung dieser Schiffe. Und so kommt es leider an ganz viele dieser Schiffe, weil die Eigner eben mit der Pflege der Yacht nicht so ernst nehmen,
relativ schnell den Faultod sterben. Im Modellbühnen ist das natürlich genau das gleiche Problem, allerdings verhelfen sich die Modellbaukollegen hier eines Imprägnierharzes, das ist ein sehr dünnflüssiges Rad, ein Kunststoffrad, womit das Holz getränkt wird. Da das Rad so dünnflüssig ist, zieht es bis ganz tief in das Holz ein. Die machen quasi das Holz zu Plastik. Anschließend kommen noch zig Lackschichten und Politurschichten drauf, um einen so tiefen Oberflächenglanz in das Holz reinzugeben. Kann die wirklich nur zucken. Alles andere wäre zu gefährlich. Wenn wir das Schiff aus dem Wasser rausschießen würde, dann würden wir doch Verletzte riskieren und das möchten wir ja nicht. Trotzdem sehr eindrucksvoll, diese Schiffe hier im Wasser zu sehen. Und wenn die Stand unserer Klassik-Schiffsmodellbauer mal vorbeigehen, hier am Übergang in die Halle 6, dann können Sie sich auch nochmal am Namen von dieser wunderschönen Qualität überzeugen. Ich bedanke mich, ich muss 3 Minuten meine Schimmelstruktur, die langsam schon dazu neigt, zu Ende zu gehen. Ich habe am Morgen immer noch mal gesehen, eine Hitzefahrung und eine Klappe. Dann kommt wieder die kleineren, den Rettungsfahrzeug hier auf den Teich. Der Thorsten Neumann ist also hier bei der Deutschen Gesellschaft sehr engagiert und auch betreut hier über die Menschen. Thorsten, erzähl uns doch mal ein bisschen über die ganze Sache, was für Antworten zu nehmen, der Notfallzentrale bei HKT und wie normalerweise ja, herzlich willkommen, Thorsten Neumann, also hauptamtlicher Mitarbeiter der Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit Sitz in Bremen. Ich freue mich immer wieder, hier vor Ort sein zu können. Ich reise sehr viel gleich die Einheiten hier auf dem Wasser schwimmen sehen. Ich finde es immer wieder toll, die Kollegen, die dann nach der Messe wieder nach Hause fahren und dann ab in den Hobbyteller behilft und weiter basteln, damit sie im nächsten Jahr auch wieder eine ganz tolle Präsentation sehen können, wie sie es in diesem Jahr auch wieder sehen. Das alles im Maßstab 1 zu 10 teilweise, ja auch hier, wenn Sie hier rechts von meiner Seite aus die Einheiten sehen, Maßstab 1 zu 10, das ist schon eine recht ungewöhnliche Maßstabgröße. Es gibt dort eine Interessengemeinschaft der DGZRS Maßstab 1 zu 10 tatsächlich. Das ist eben hier im Verein konstruiert. Das sind alle Schiffsmodellbauer, ja, die bauen die Einheiten der Seenotrette alle im Maßstab 1 zu 10. Und die sind dann recht groß, wenn Sie zum Beispiel hier rechts die Hermann-Rudolf-Meyer sehen. Die ist original 23 Meter lang und hier auf 2,30 Meter. Maßstabgetreu nachgebaut RNLI, die Royal National Lifeboat Institute, hier auf dem Wasser, die hat ja nicht aus Süden. 18 Kilo.